So, hallo zusammen. Ich möchte heute zeigen, wie ich Caseinfarbe herstelle. Die benutze ich auch hier im Haus, unser Haus zu renovieren. Meistens mache ich ganz normale Kalkfarbe. Aber heute möchte ich mit der Caseinfarbe die Bäume weißen. Also eigentlich habe ich das gestern schon gemacht. Ich muss das ja als neu drehen, weil das mit der Kamera beim Herstellen nicht so ganz funktioniert hat. Ich möchte mal eine Farbe herstellen, um die Bäume zu weißen für jetzt im Frühling, wenn es kalt ist und die Sonne drauf scheint, damit die jungen Bäume nicht die Borke aufplatzt. Und genau dazu stellen wir Caseinfarbe her. Caseinfarbe ist ganz einfach Quark, mager Quark oder mager Milch mit Sumpfkalk verrührt. So könnte man die eigentlich auch schon benutzen. Wir machen noch ein paar andere Sachen rein. Ein bisschen Leinöl. Und wenn ich noch was da habe, könnte schon knapp werden. Mal gucken. Oder und Kreidepulver kommt noch rein. Und das war es auch schon. Und das Gute daran ist, dass es halt keine irgendwelchen Konservierungsmittel drin oder als Fungizid ist halt der Kalk. Das ist halt auch dann zum Beispiel schimmelhemmend, ist halt wasserfest, also Caseinfarbe ist extrem robust, wenn sie richtig hergestellt wird. Hält auch, wenn man Farbpigmente reinmischt, also wirklich über Jahrzehnte bleibt die Farbe halt wirklich kräftig und stark erhalten. Im Gegensatz zu manchen anderen Leimfarben, wo das halt irgendwann auch nach Jahrzehnten anfängt halt so auszukreiden. Und ja, das möchte ich euch mal zeigen. Man kann das halt einfach nachher auf die Wiese kippen oder in Kompost, wenn man das nicht mehr braucht. Und ja, kann die Pinsel einfach im Wasser auswaschen, man hat keine verklebten Pinsel mehr, das wischt sich alles super aus. Also ist halt Kalk und Lehmfarben ist eigentlich so das Beste, was man sich und seinem Haus antun kann. Und jetzt gehen wir ein bisschen Kalk holen und Quark, den habe ich drin vergessen. Und dann machen wir das mal zusammen. So, da sind wir auch in meiner Kalklagerecke. Hier sind die Fässer, in denen ich halt den Sumpfkalk ansetze. Und der Kalk, den ich dafür nehme, muss jetzt nicht hier die Firma sein. Hier drauf kann man es besser sehen. Das heißt Weiß-Feinkalk. Ich hoffe, das kann man erkennen. Und die genaue Bezeichnung hier oben, das ist das Wichtige. CL90Q. Gibt auch CL80Q, da ist glaube ich der Calciumanteil geringer. Und ich hole halt CL90Q und lasst euch da auch nichts anderes andrehen. Irgendwie im Baumarkt brauchen wir mit sowas eh schon gar nicht anzufangen. Aber auch die meisten Bauhändler, Baustoffhändler haben einfach keine, also die kennen das einfach gar nicht. Ne? Die wollen euch dann irgendwie Kalkhydrat andrehen oder so, was man zum Beispiel zum Düngen benutzt. Sie sagen, das ist genau das Gleiche. Nein, ist es nicht. Also achtet wirklich drauf, dass die Bezeichnung CL90Q draufsteht. Das ist Sumpfkalk, kann man daraus herstellen. Natürlich keinen hydraulischen Kalk, der würde ja hart werden im Fass unter Wasser. Der weicht halt wirklich ein. Macht man halt mit Wasser, setzt man das an, kippt halt diesen Sack rein. Also mit Kalk muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein, wirklich mit Atemschutz und Brille und Handschuhen arbeiten. Und das gibt wirklich eine ordentliche chemische Reaktion. Also das wird richtig heiß. Also die Fässer werden auch wirklich so heiß, dass ich am Anfang Angst hatte, dass die schmelzen. Also wirklich kochend heiß. Und ja, dann lässt man das einfach stehen. Ich glaube, hier den Kalk, der hier drin ist, der ist jetzt, ich habe mal zwischendurch nachgefüllt, so zwischen 1,5 und 3,5 Jahre alt. Und je länger der Kalk lagert in den Fässern, umso besser wird er wirklich.
Also der kann auch da 10, 20 oder 50 Jahre drin sein in den Fässern, solange immer eine Wasserschicht oben drüber ist, eine dünne, dass kein Sauerstoff oder kein Kohlendioxid, der Kalk bindet ja mit Kohlendioxid ab, kein Kohlendioxid drankommt, wird der Kalk, umso länger der da drin lagert, immer besser. So, und ja, jetzt holen wir uns einfach ein kleines bisschen, brauchen wir auch nicht viel, wir müssen auch nicht viel Farbe machen. Ein bisschen hier raus. Das reicht bestimmt schon. Ich brauche wirklich nur zwischen 5 bis 10%, das ist so das, was so angegeben wird, was man an Kalk in den Quark mit reinmischt. Und das ist ja wirklich nur eine kleine Menge, wenn man nur hier so ein Gockelfond voll Kaseinfarbe sich machen will. Und da braucht man wirklich nur eine kleine Menge Kalk. Und das war's schon. Und dann gehen wir nochmal zurück in die Werkstatt und machen unsere Farbe. So, und da sind wir auch schon wieder. Hier habe ich ganz normalen Speisequark. Kann man das sehen? Das ist ja nichts Besonderes, Magerquark. Wer jetzt richtig baubiologisch und ökologisch die Sau rauslassen will, der kann natürlich noch Bioquark holen. Ich habe jetzt halt nur hier den zu Hause, der ist auch gut. Wichtig ist, dass Magerquark ist, weil in diesem normalen oder Magermilch geht auch. Weil in das Fett in dem Quark, diese Aufspaltung von dem Casein, die Aufspaltung von dem Casein verhindert oder nicht verhindert, sondern beeinträchtigt. Hier sieht man mal diesen Sumpfkalk. Das sieht genauso aus wie Quark. Das ist ganz, ja, quarkisch. Das ist halt reiner Kalk und der bindet halt an der Luft und da mit dem Kohlendioxid zieht halt ab. Und der Kalk spaltet halt, wie gesagt, dieses Casein. Da kann man auch anstatt Sumpfkalk, gibt es auch welche Rezepte, dann kann man zum Beispiel Borax nehmen. Dann ist das Mischungsverhältnis ein klein bisschen anders. Mit Borax geht es auch. Ich glaube, weil Borax ein Konservierungsmittel ist, ist die Farbe dann auch länger haltbar. Das ist nämlich ein Nachteil bei der Farbe, die ist halt nicht sehr lange haltbar. Nicht wie normale Kalkfarbe, Sumpfkalkfarbe, die man auch ewig aufheben kann. Ist die halt wirklich, wirklich schlecht, wegen halt diesem Quarkanteil, der da drin ist. Wenn man sie im Kühlschrank stellt, dann kann man die so 3-4 Tage schon verwenden, wie Quark, wenn sie in der Schicht wird. Ja, man liest auch manchmal, dass man die am gleichen Tag verarbeiten soll oder spätestens am nächsten Tag. Das ist echt Quatsch. Also bei mir funktioniert das schon länger. Wie gesagt, Borax gibt es noch welche. Dann kann man das mit Hirschhornsalz aufspalten. Also alles, was irgendwie ja, halt dieses Casein aufspalten kann, kann man da verwenden. Ich hole halt Sumpfkalk, weil das halt wirklich so das, die älteste Form davon ist, glaube ich, wie das gemacht wird. Und ja, versuchen wir es einfach nochmal. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Dann versuchen wir es mal. Wir machen es mal mit der Waage. Dann hat man auch besseres Gefühl dafür. Also erstmal unseren Gockelfond. Das muss auch kein Demeter-Gockelfond sein. Das kann auch ein anderer sein. Ne, Quatsch, irgendwas im Gefäß. So, und da machen wir mal unseren Quark rein. Ich hatte mir doch eben irgendwo einen Löffel mitgeholt. Da ist er. Wie viel machen wir? Keine Ahnung. Vielleicht so 150 Gramm. Bisschen noch. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Wenn da ein paar Gramm mehr dazu wenig sind, das ist auch nicht so tragisch.
So, das sind jetzt 148, wunderbar. So, und darauf kommen jetzt 5-10% von unserem Sumpfkalk. Der muss auch als erstes jetzt rein, also nicht jetzt erst die Kreide reinmachen oder Öl, sondern der Kalk muss erstmal dieses Casein da aufspalten. Also nehmen wir jetzt, kippen wir einfach ein bisschen rein, also 150 Gramm, 5%, 5 mal 1,5, also 7,5, 10 Gramm ungefähr. Machen wir da rein, also ihr seht, das ist ja kaum was, was da reinkommt. Wenn wir das da so reinkriegen. Aber schon ein bisschen mehr, egal, schon 13 Gramm. Wird auch funktionieren. So, und jetzt rühren wir das Ganze um. So hier wie beim Lava in der Kochshow. So, das Ganze schön cremig rühren. Und dann ist am Anfang noch, ich muss mal hier reingucken, ob ihr das sehen könnt, immer noch halt sehr fest wie Quark, ist ja natürlich, aber wenn man das jetzt ein bisschen rührt und stehen lässt und sich das wirklich aufspaltet, also das fängt, man riecht das dann auch schon, das fängt wirklich an, ja, halt den Geruch zu verändern. Klar ist ja auch eine chemische Reaktion, die da stattfindet, das geht halt wirklich schnell. Rühren, rühren, rühren. Diesmal auch gucken, dass die Kamera aufnimmt, als das wie gestern geht. Jawohl, Aufnahme geht. So, und jetzt fängt das schon an, wirklich viel dünnflüssiger zu werden. Das lassen wir einfach jetzt mal kurz stehen. Ich habe geguckt, ich habe kein Leinöl mehr, aber dann versuchen wir es einfach mal mit Walnussöl, weil... Also in den alten Rezepten ist meistens immer Leinöl drin, weil das halt das Öl war, was halt gängig war. Das gab es halt überall. Wir machen es mit Walnussöl, weil das halt auch ein selbsthärtendes Öl ist. Ich denke mal, jetzt kommt das Wichtige dabei ist, dass das halt ein trocken härtendes Öl oder aushärtendes Öl, ich weiß nicht, wie man das nennt, ist. Also ich denke mal, mit Olivenöl, was weiß ich, oder Sonnenblumen oder Rapsöl wird das auf gar keinen Fall funktionieren. Weil das halt nicht aushärtet. Mit diesen Ölen, Leinöl oder Walnussöl, behandle ich ja auch meine Schalen, weil die halt, wenn die trocknen, halt nachher aushärten beim Trocknen. Und deshalb machen wir davon einfach ein kleines bisschen gleich rein. Schlemmkreide haben wir hier auch noch für ein bisschen reinzumachen. Ja, und das war's schon. Also das ist ja total easy. Da muss man nicht in den Baumarkt fahren, um sich da irgendwelche Farbe zu kaufen, wenn man schnell mal was draußen streichen will. Oder im Haus, ne, kann man sich auch große Mengen machen. Und ich zeige euch das mal, das ist jetzt schon viel flüssiger, aber auch so ein bisschen wie Leim. Also man kann ja auch aus Kalk und Quark kann man auch wasserfesten Leim herstellen. Also das ist bombenfest nachher. Wenn man sowas zum Holzleim verwendet, zeige ich euch auch irgendwann mal, womit ich, wenn ich irgendwelche Sachen leime, mit Haut- und Knochenleim zum Beispiel, oder halt hier mit solchen, ich weiß gar nicht, ob das Caseinleim heißt, das kann man halt, wie gesagt, auch super als Leim verwenden. Das ist wirklich eine bombenfeste Verbindung. Und ja, wir lassen mal noch kurz stehen und gucken dann gleich weiter. So, mal kurz bei den Hühnern gucken. Sind jetzt ungefähr 10 Minuten vergangen und ist jetzt immer noch so ein, ja, so leimig. Das nennt sich auch Leimfarben, ne, diese Kategorie von Farben. Das ist eine Leimfarbe. So, und da machen wir jetzt einfach mal noch, ja, versuchen wir es mal mit dem Öl. Also was auch ungefähr so 5% kann man reinmachen. Also wie viel haben wir denn jetzt? 150, 160, also ungefähr, machen wir auch so 10 Gramm ungefähr rein.
So, und dann wieder gut verrühren. Jetzt wird das schon ein bisschen dünnflüssiger. Das Öl ist auch da, damit das sich besser verstreichen lässt und macht das alles ein bisschen geschmeidiger. So, und jetzt machen wir noch Kreide dazu. Den Quarklöffel will ich jetzt nicht nehmen. Haben wir hier das von gestern nochmal. So, und davon dann 0. Ja, von dieser, da kann man bis zu, ich weiß nicht, ich glaube 80% oder so von der Kreide mit reinmachen. Wir machen jetzt einfach mal 50 Gramm dabei und rühren es mal durch. Also so ein Drittel ungefähr machen wir jetzt mal rein. Mehr vielleicht noch. Ich glaube, da kann man auch, gibt auch irgendwie. Huch! Na, machen wir ruhig ein bisschen mehr mal. Ich glaube, es gibt auch so weißer Lehm oder so, kann man auch reinmachen. Weißlehm, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt immer Kreide genommen. Jetzt wird das Ganze auch schon dicker. Und dann kann man auch noch ein bisschen Wasser dazu tun, wenn das einem zu dick ist. Das ist jetzt ziemlich klumpig, das muss man ein bisschen stehen lassen und dann immer wieder rühren, damit sich richtig diese Kreide da auch einschlemmt. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat für so kleine Mengen, dann kann man das wirklich auch so Pi mal Daumen ungefähr machen. Dann hat man das so ein bisschen im Gefühl. Wie gesagt, das ist ja keine Raketenwissenschaft hier. Und dann kann einem nichts um die Ohren fliegen. Das ist nur ein bisschen klumpig. Ich lasse das jetzt noch mal ein bisschen stehen. Rollen das hier schon mal zusammen. Ja, und dann gehe ich damit, glaube ich, noch mal anstreichen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal filme. Ich sage einfach schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Und hier kann man auch sehen, die deckt halt, das deckt halt nicht so, wie man das von normaler Farbe kennt. Das ist halt bei allen Kalkfarben so. Die sind halt erst deckend, wenn die austrocknen. Und den hatte ich schon mal geweißt gehabt. Das ist ein Apfelbaum. Aber auch wenn man hier drüber streicht, sieht man, dass es so transparent ist. Und die wird halt erst weiß, wenn das halt aushärtet, der Kalk, karbonatisiert. Ne, mit dem CO2 in der Luft kann der halt aushärten. Und das dauert halt ein bisschen. Ne, dann sieht man das, da kann man noch richtig durchgucken. Das sieht aus, als, ups, sieht man gar nicht, als hätte man da noch gar nicht gestrichen. Dauert halt eine Zeit lang und dann bildet sich dann halt so eine richtige Kalkschicht. Oder ich weiß jetzt gar nicht. Ist ja hauptsächlich jetzt auch gar nicht so viel Kalk, sondern hauptsächlich das Casein, was wir ja anhaftet jetzt. Hier kann ich euch vielleicht auch mal zeigen,
habe ich hinter unserem Haus. Seht ihr, wie das hier aussieht? Die Fassade, das ist so eine mit Styropor gedämmte Fassade mit normaler Fassadenfarbe gestrichen Richtung Norden. Das ist die kalte Hausseite, die kühle Hausseite, die nachts halt auskühlt. Und durch die Feuchtigkeit, die da drauf entsteht, entstehen halt dann Algen und setzen sich halt da drauf fest. Das ist nicht schlimm, sieht halt nur scheiße aus. Das könntest du alle paar Jahre einfach mit dem Hochdruckreiniger sauber machen. Und die wurde neu gestrichen, die Fassade, kurz bevor wir das Haus gekauft hatten. Und das Problem bei dieser Fassadenfarbe ist halt, da ist so ein Fungizid drin oder Algizid. Das halt hemmt dieses Algenwachstum, aber das wäscht sich halt mit der Zeit lang aus. Mit dem Regen, der drauf kommt, wäscht sich halt dieses Algezid aus der Farbe aus und dann sehen die Fassaden halt so scheiße aus. Und hier habe ich so ein paar Testflächen angelegt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich wo drauf gemacht habe. Habe ich mir aufgeschrieben. Habe ich mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen sauber gemacht und ich glaube hier außen hatte ich halt Caseinfarbe drauf gemacht. Hier hatte ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Jetzt nur sauber gemacht den Streifen und hier habe ich, ich glaube, das ist reine Kalkfarbe. Und hier hatte ich es auch nur sauber gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste ich auf meinem Zettel nachlesen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben und wollte das halt mal gucken, wie das sich entwickelt über ein, zwei Jahre. Weil sieht zwar auch nicht schön aussehen, die Teststreifen, aber ja, der Rest vom Haus sieht auch nicht viel besser aus. Und da kann ich halt mal gucken, was passiert, wenn ich es mit Kalkfarbe streiche oder mit Caseinfarbe. Wie lange dauert es, bis es wieder sich zusetzt. Und wenn ich es gar nicht sauber mache, ich glaube, hier den Teil hatte ich gar nicht sauber gemacht, sondern nur mit Caseinfarbe drüber gestrichen. Das war aber noch eine schlechte Mischung. Da hatte ich gerade mal ausprobiert, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber habe trotzdem so ungefähr das Bild davon. Und ja, mal abwarten, was es wird.